Gewählt ist mit 181 Stimmen Martin Candinas. Martin Candinas. Es war so, dass daheim ist immer ein bisschen politisiert worden. Aber meine Eltern waren nicht wirklich aktiv in der Politik. Mein Papa war in der Geschäftsprüfungskommission, aber das ist man noch schnell einmal in einer Gemeinde. Ich war einfach interessiert an der Politik und habe dann mal gefunden, ich könnte mal zu der Jungpartei, weil mein Papa ist ein gewöhnliches CVP-Mitglied war. Ich fand, ich gehe mal dort vorbei. Und für mich war immer klar, entweder dort oder bei den Freisinnigen, aber sicher nicht bei den Polparteien. Und ich bin dann einmal an einer Versammlung von Jung-CVP gegangen. Ich fand, das ist eine coole Truppe. Da bleibe ich, da gehe ich gerne weiter schauen. Und eigentlich ist es nicht wirklich so alles durch den Plan gewesen, aber heute bin ich überzeugt, dass ich im richtigen Ort bin. Eigentlich fahre ich seit 12 Jahren jetzt auf Bern. Und, ich würde sagen, so im Schnitt sind es 2-mal in der Woche, wo ich hier im Zug bin. Und dann muss man das aufrechnen, das habe ich noch nie gemacht. Aber das, was ich kann sagen kann, ist, ich bin noch nie selber mit dem Auto auf Bern gefahren. Ja, ich habe Anrecht auf einen Chauffeur in diesem Jahr. Ich mache auch teilweise von dem Gebrauch, wenn es mit dem ÖV nicht aufgeht. Aber äußerst selten. Und das aus einer Überzeugung heraus. Weil der ÖV wirklich fantastisch ist in unserem Land. Und ich stehe zum ÖV, engagiere mich für den ÖV. Und auf der anderen Seite mag ich mich dann auch nicht wieder umgewöhnen, wenn das Jahr durch ist, dass ich dann wieder vom Auto auf den Zug umsteigen muss. Von dem her fällt mir das absolut nicht schwer, von dem nicht Gebrauch zu machen. Mittlerweile kenne ich hier die Strössli, aber eigentlich so viel von Bern kenne ich nicht. Das ist schon meistens der Weg vom Bahnhof zum Bundeshaus und zurück. Ja Martin, machst du dich noch besinnen, als du das erste Mal ins Bundeshaus gegangen bist? Ja, also das erste Mal im Bundeshaus, wo ich mich wirklich aktiv erinnere, war nach der Wahl, wo wir einen Informationstag hatten, wo sie uns informiert haben, wo ist überhaupt was in dem Haus. Und mir ist dort ziemlich vorgekommen, wie wenn ich hier in einem Labyrinth noch reinkomme. Von dem her war das für mich schon sehr, sehr speziell gewesen und ich kann mich sehr gut erinnern an den Tag. Das war irgendwo im November 2011 gewesen. Schon schönes Haus, gell?
Grüezi wohl. Es sind gewisse, die das Gefühl haben, jetzt ist er in den Ring gestiegen. Jetzt geht er noch auf Englisch anschreiben. Dabei ist er einfach romanisch und fertig. Wie wird man Nationalratspräsident? Man ist immer ein Jahr lang Nationalratspräsident. Das wird aufgeteilt auf die Parteien in einem Turnus, das unter den Bundesratsparteien. Letztes Jahr sind die Grünen, haben auch die Gelegenheit gekriegt und jetzt versucht man das auch neu zu machen, damit auch andere Parteien allenfalls involviert werden können. Damit es klar ist, welche Partei hat den Anspruch. Und so ist dann mehr Frage, denn innerhalb der Parteien, wer wird es denn sein? Die Hauptaufgabe des Nationalratspräsidenten ist der Rat leiten während der Sessionen. Dass man hier auch unparteiisch ist, eine gewisse Art auch Schiedsrichter, damit die Debatte kann stattfinden und damit die auch fair abläuft. Weil wir haben sehr viele Regeln, die klar sind, beispielsweise auch, wie lange darf man reden am Rednerpult. Und als Präsident hat man dafür zu sorgen, dass das gesittet und gut kann stattfinden. Natürlich kommen auch Repräsentationsaufgaben dazu, im In- und im Ausland. Und das sind Aufgaben im Inland, nationale Veranstaltungen. Und im Ausland gibt es auch Besuch bei anderen Parlamentspräsidenten sowie auch der Empfang von anderen Parlamentspräsidenten in der Schweiz. Jetzt hast du eine von deinen ersten Handlungen, ist die Leitung von der Wahl von zwei neuen Bundesräten. Das war im Dezember. Wie nervös warst du? Da war ich sehr nervös. Es war knapp 10 Tage nach meiner eigenen Wahl zum Nationalratspräsidenten, habe ich eine Doppelvakanz in dem Sinne im Bundesrat leiten. Und es ist klar, da ist man schon nervös, wenn man so einen massiven, direkten Einstieg im Amt hat. Wir haben aber auch stark geübt, damit das wirklich gut stattfinden wird. Und ich glaube, am Schluss ist es nicht schlecht gelungen. Wenn wir in den letzten Jahren zurückschauen, dann haben wir eine Pandemie, die die Gesellschaft zum Teil auch gespaltet hat. Wir haben einen Krieg, der auch wieder die Welt spaltet. Und ich glaube, wir müssen wieder mehr besinnen auf einfache Werte, aber auf zentrale Werte. Und für mich ist auch dort die Viersprachigkeit bei dem auch wichtig. Und darum habe ich wirklich das Gemeinsame wollen. Und das auch viersprachig mit gemeinsam Ensemble, insieme und zusammen. Du musst neutral sein, du kannst nicht deine Partei vertreten. Wie schwierig ist das, sich ein bisschen zurückzunehmen? Das ist sehr schwierig, wenn man 11 Jahre lang politisiert mit Herzblut und auch mit Ecken und Kanten, würde ich mal sagen, dann ist das schon eine Herzensangelegenheit am Schluss. Auf der anderen Seite bin ich vor dieser Frage gestanden und ich habe mich entschieden, ja, ich will diesen Weg gehen, ich würde gerne mal ein Jahr lang der Nationalratspräsident sein. Und von dem her war für mich von Anfang an klar gewesen, dass ich hier ab und zu auf die Zähne beißen muss und eine andere Funktion habe. Aber es ist eine wunderschöne Funktion, es ist ein riesen Privileg, wenn man Nationalratspräsident darf sein. Und die Agenda ist so gefüllt mit repräsentativen Aufgaben, dass man irgendwo dann nicht einmal wirklich Zeit hat für die politischen Themen vom Alltag. Und so fällt es einem auch. So kann man mit dem gut umgehen, dass man ein Jahr lang nicht politisiert. Und wissen, dass wenn die Wiederwahl funktioniert, man dann wieder kann Vollgas politisch tätig sein. Ja, Martin, wir sind ja jetzt Ende Februar, also eigentlich ziemlich am Anfang von deinem Präsidialjahr. Was steht momentan an, beispielsweise heute? Heute gehe ich am Abend zum Friedensanlass, Solidaritätsanlass gemeinsam für den Frieden von unseren Kirchen in der Schweiz, wo in Münster stattfindet, wo ich noch ein Grußwort halten darf, weil heute auch, ja, es ist ein Jahr nach dem Beginn des Angriffskriegs von Russland in der Ukraine. Wenn wir den Krieg anschauen, was hast du das Gefühl, jetzt nach einem Jahr macht die Schweiz genug? Das ist eine politische Frage. Die muss das Parlament am Schluss entscheiden. Macht die Schweiz genug oder nicht? Ich glaube, wir unterstützen im humanitären Bereich die Ukraine stark. Sicher kann man noch mehr machen.
Und auch auf diplomatischer Ebene, da sind wir gefordert. Und da hat die Schweiz viel Erfahrung, viel Wissen. Und es ist eine Pflicht, dass wir das auch einbringen. Aber über die Menge und ob man noch mehr machen will, das ist jetzt typisch so eine Frage, die ich mir als Nationalratspräsident nicht äußere, sondern was das Parlament und der Bundesrat zu entscheiden haben. Stichwort Work-Life-Balance während einem Nationalratspräsidialjahr. Wie sieht das bei dir aus, Martin? Es ist sehr schwierig, das in einem guten Gleichgewicht zu bringen. Es ist klar, in diesem Jahr habe ich so viele Verpflichtungen, so viele Aufgaben und auch einen gewissen Druck zum Teil. Auf der anderen Seite die wunderschönen Sachen, die ich erlebe, dank dem Privileg, das ich habe, das gibt enorm Kraft für den Alltag. Aber zu kurz kommt Familie. Das muss man auch nicht schönreden. Das ist ein Fakt, das ist eine Realität. Und natürlich auch Zeit für mich. Da funktioniere ich und plane dann mehr Zeit für mich und für die Familie, dann, wenn das Jahr durch ist. Was zeichnet der Martin aus, deiner Meinung nach? Ja, der Martin ist irgendwie für mich ein bisschen ein Phänomen, oder? Weil ich kenne niemanden, der den Martin nicht mag. Er hat so einen Charme und er verbindet den Charme aber dann gleich mit Hartnäckigkeit. Also dort, wo er ein Anliegen hat, das ihm wichtig ist, also Zweitwohnungsgesetz oder die ganze Frage von der Wolfsregulierung, oder? Da kann er durchaus auch hart sein und bestimmt sein und da lässt er nicht schauen. Da hat er, wenn er den Knochen einmal hat, dann packt er ihn. Und trotzdem sind auch die politischen Gegner, oder? Die können ihm irgendwie gerne nicht recht böse, auch wenn sie weit weg sind von ihm. Und das ist so die Kombination. Ich glaube, seine Persönlichkeit, sein Dialekt, dann mit dem Romansch, alles da macht ihn zu einer speziellen Person. Ja, ich glaube, finden hat er keinen, obwohl er viele politische Gegner auch hat, mit seinen Positionen, die er teilweise vertritt. Und ich glaube, er ist schon auch ein Kämpfer für Randregionen, er ist ein Kämpfer für Service Public. Das sind Themen, die ihm sehr wichtig sind. Dann aber hat er auch Macken? Ja, Macken ist noch schwierig, dass man jetzt unter dem Stichwort Macken etwas in den Sinn kommt. Aber eine Geschichte, die ich noch ein bisschen speziell finde, ist, wir sind, wenn wir während der Session in Bern sind, sind wir Nachbarn. Also wir haben die Wohnung auf dem gleichen Stock vis-à-vis. Und ja, es ist alles ein bisschen ringhörig und er hat mich dann beauftragt, als er Nationalratspräsident geworden ist, dass ich einmal höre, am Morgen, ob er am Duschen ist. Und dass, wenn ich ihn nicht hören würde, dass ich ihn dann entsprechend wecken würde. Weil ihm ist ganz, ganz wichtig, dass er rechtzeitig kommt, dass nicht irgendwie seine Vizepräsidenten da unerwartet übernehmen müssen, sondern er ist pflichtbewusst und will rechtzeitig dort sein. Und selbstverständlich mache ich das sehr gerne als Freundschaftsdienst für ihn. Ja, da sind wir im Nationalratssaal, Vorbereitung für die Session, die Montag anfängt. Darum ja, sieht man, dass die Abstimmungsanlagen auch schon in Vorbereitung sind und ab dann dürfen da keine Gruppen rein, damit da auch niemand da irgendwo in diesen Anlagen etwas könnte umstellen. Es gibt immer Leute, die länger reden wollen. Aber wenn man 5 Minuten hat, dann gelten die 5 Minuten für alle. Und von dem her muss ich immer wieder eingreifen, auch wenn es ein bisschen Lärm ist. Aber die Frage ist ja nicht, greift man ein oder nicht, sondern die Frage ist ja immer, wie greift man ein. Und ich glaube, am Schluss sehe ich mich hier nicht als Lehrer, sondern mehr als jemand, der schaut, dass geordnet alles stattfindet. Und von dem her probiere ich das auch mehr auf eine, vielleicht, ja, auf eine lockere Art als auf eine besserwisserische Art. Das ist mir auch persönlich ein grosses Anliegen. Du bist ein Fraktionspräsident von der Mitte. Was macht eigentlich ein Fraktionspräsident? Also ein Fraktionspräsident ist eigentlich der Spielertrainer von einer Fraktion, also von einem National- und Ständerat. Seine Aufgabe ist, hier eine Strategie festzulegen und insbesondere euch mit den anderen Partien zu verhandeln. Der Martin ist ein extrem fleissiger Parlamentarier, auch einer mit einem grossen Herz. Er hat in seinen Bereichen, gerade im Verkehr, eine sehr grosse Kompetenz, Fachkompetenz. Und als Nationalratspräsident ist er extrem integrativ. Er hat für sich den Anspruch, dass er das Parlament absolut top viert
was er euch macht. Und er hat aber auch den Anspruch, dass er alle mitnimmt, von ganz links bis ganz rechts. Und so eine Einheit schafft. Und ich glaube, die guten Resultate, die er gemacht hat, bei seinen Wahlen zeigen, das ist mir ingenieurpolitische Karriere bis jetzt gelungen. Tust du privat politische Themen diskutieren mit deinem Umfeld? Es gibt Situationen, wo wir politische Themen diskutieren, aber meistens kommt es nicht von mir aus, sondern es kommt von meiner Frau oder es kommt von meinen Eltern oder auch zum Teil von den Kindern. Und ich merke, mit 10 und 13, die zwei Eltern, die kommen damit schon und stellen langsam gewisse Fragen. Und dann gibt es die Diskussion, aber sonst probiere ich schon, daheim Politik auf die Seite zu lassen, so gut wie es geht. Aber gewisse politische Themen sind ja da lange immer einig, zum Beispiel du und deine Frau? Meistens sind wir uns einig, aber bei weitem nicht. Und das ist auch gut so. Ich meine, die Debatte muss stattfinden und es relativiert auch ein bisschen die eigene Meinung immer, wenn man auch im Umfeld andere Meinungen hört. Und ich glaube, es hilft auch, um mit anderen Meinungen können umzugehen. Wenn nicht alle gleich tickend. Und am Schluss ist das die Schweiz. Und das ist ja das Schöne in der Schweiz, dass wirklich jeder die unterschiedlichsten Meinungen kann vertreten und auch in diesen Meinungen akzeptiert ist. Wenn man direkt auf den Bundesplatz schaut, dann denke ich jedes Mal an Graubünden, an sich selber, an Pfalz. Unser Pfälzer Stein robust. Und viele schauen das Bundeshaus auch von draussen an. Und so könnte man sagen, Graubünden ist nicht nur im Haus, sondern auch vor dem Haus. Und das ist eigentlich schön. In Rabius aufgewachsen, das schönste Dorf in der Suchselva, sage ich natürlich, oder wie unser Dichter einmal gesagt hat, ein Witz sind die Pibialer Spunden der Tuttlerwall. Das Dorf auf dem schönsten Hang vom ganzen Tal. Ich habe zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder, beide sind jünger als ich. Und ja, ich bin der Älteste, was Vor- und Nachteile hat. Ich bin im Kindergarten und die ersten Jahre hier in Rabius in die Schule gegangen. Da unten sieht man gut das Schulhaus, geht ob der Kirche. Und anschliessend, weil die Schule zusammen war mit Surain, das nächste Dorf, bin ich auch in Surain neu in die Schule, in die 6. Klasse. Und die Oberstufe ist dann in Sumwitz, im Hauptort eigentlich von der Gemeinde Sumwitz. Eine sehr gute Klasse war das. Ich habe mich wohl gefühlt und er als Teil davon ist mir aufgefallen, auch als sehr ein sozialer, ein zielstrebiger, gesunden Ehrgeiz hat er auch gehabt. Und vor allem, was ich wichtig gefunden habe, empathisch war er. Und ich habe in all diesen 24 Jahren, als ich dann hier in dieser Gemeinde Schule gegeben habe, ist das die Klasse, von ihm, wo ich mich wirklich noch an jeden Schüler erinnere, also wo so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Bist du jetzt in der letzten Zeit viel in Rabius? Du wohnst ja in Chur. Nein, ich bin nicht mehr so viel in Rabius und das ist halt die Realität. Meine Frau ist eine Solothurnerin und seit wir auch Kinder haben und jetzt auch Kinder, wenn sie mal 13, 10 und 18 sind, sind sie selber auch im Verein, sie haben selber auch Verpflichtungen am Wochenende. Und so ist es schon immer schwieriger, die Zeit zu finden, gemeinsam nach Rabius zu kommen. Aber ja, auch wenn wir nicht viel da sind, für mich ist das die Identität, das Herz ist noch immer da. Als ich die Jung-CVP Graubünden war, hatte ich dann ziemlich schnell das Gefühl, wir müssen die Partei ein bisschen regionalisieren. Und so habe ich mit ein paar Kollegen die Jung-CVP Suchselva gegründet. Im 2001 war das. Und
wenn man eine Partei gründet, muss man auch Ideen haben, man muss Projekte haben und auch gewisse Visionen. Und so ist es dazu gekommen, dass wir ein Brainstorming gemacht haben und gesagt, wo sind die grössten Bedürfnisse für die Jugendlichen in unserer Region? Und da hat sich ziemlich schnell herauskristallisiert, das Problem ist, wie kommen wir vom Ausgang heim am Wochenende? Und so haben wir gesagt, okay, die Region sich selber braucht einen Nachtbus zwischen Sedrun und Flims. Wir machen eine Petition, wir fordern das vom Gemeindeverband sich selber, dass das umgesetzt wird. Und siehe da, wo wir die Petition eingereicht haben, hat der Gemeindeverband sich selber wirklich gefunden, ja, das ist ein Bedürfnis, das setzen wir um. Und seitdem haben wir in der Region sich selber in der Wintersaison am Samstag Abend in der Nacht einen Nachtbus, der hier in dieser Region hin und her fährt. Ja, nach dem Nachtbus haben wir gefunden, jetzt braucht es ein neues Projekt. Die Initianten von Port Alpine sind zu uns gekommen. Wir waren fasziniert von dieser Idee. Aber auch viele haben uns als Visionär, als Träumer angeschaut. Und wir haben einfach gesagt, jetzt machen wir die Petition, wir kämpfen für die Realisierung von der Port Alpine. Und haben die Unterschriften gesammelt, die in Bern und in Chur eingereicht. Und ja, Port Alpine ist noch nicht umgesetzt, aber es ist schweizweit zu einem riesen Thema, riesen Politikum geworden. Und dann haben wir gefunden, so, jetzt haben wir einen Nachbus, jetzt haben wir Port Alpine, wir haben bewiesen, dass wir nicht einfach nur reden, sondern dass wir uns engagieren wollen. Und dann haben wir die Leute aufgestellt, auch für politische Ämter. Und das war eigentlich der Beginn dann von meinem politischen Weg dann in Grossrat und anschliessend auch in Nationalrat. Natürlich beschäftigen mich die Abwanderungstendenzen massiv. Vor allem, weil wir ja die Bergregionen, das Tal, lebendig können halten. Und ich glaube, da müssen wir auch akzeptieren, dass ein Teil der Berufe einfach nicht hier stattfinden können. Die sind am Schluss in der Stadt, die sind am Schluss im Tal drunter. Aber der ganze Teil rund um Homeoffice, dass die Leute immer mehr auch von daheim aus arbeiten können, was wir gerade auch in der Corona-Pandemie gesehen haben und wo ein Teil noch anhaltend ist, ist eine riesige Chance für unsere Region und für Berggebiete. Und da glaube ich wirklich, wir müssen alles daran setzen, dass wir aus Zweitheimischen Erstheimischen machen können. Leute, die sagen, unser Hauptpunkt ist hier in den Bergen und wir gehen dann drei, vielleicht auch vier Tage ins Unterland arbeiten und den Rest machen wir von hier aus. Und darum müssen wir auch hier vor allem schauen, dass wir digital top aufgerüstet sind, dass wir hier gute Rahmenbedingungen haben, dass man hier auch arbeiten kann. Und darum sehe ich sehr viele Chancen für uns sich selber, für das Tal, aber generell für das Berggebiet. Nur müssen wir sie packen. Und es packt niemand die für uns. Das müssen wir selber machen. Jetzt sind wir in der Wald zum Wied. Und für mich ist das einfach das faszinierendste Tal, das wir haben in Graubünden. Auf der einen Seite hat man hier 1900 ein riesiges Hotel gebaut. Das Hotel Däniger Bad, das man damals auch betrieben hat mit der Idee von internationalen Gästen. Hat auch funktioniert bis zum Krieg. Und wo man wirklich wollen, hier Leute heilen in unserer Bergwelt. Und auf der anderen Seite ist es auch der Ausgangspunkt zur Greinenebene. Ich glaube, die Ebene, die ja unter Schutz auch ist und wo eine Ebene ist, wo ja sehr grosse Beliebtheit auch genießt im ganzen Land und auch sehr bekannt ist. Und auch wenn man das lange Tal ein bisschen anschaut und auch hier hinten laufen, es hat wirklich etwas Spezielles an sich, etwas Faszinierendes und sehr Erholsames. Also da fühlt man sich wirklich wie in den Ferien. Wir sind hier in der Austria-Wall, in Walsumwied. Das Gasthaus hat eine sehr lange Tradition und ich finde es einfach, es ist so urig in dem mystischen Tal hinten. Und darum habe ich mich immer hier wohl gefühlt. Und als ich aus der Schule kam, das erste Präsidium, das ich hatte, ist von der Jungmannschaft, von der Union der Juventeten Rabius. Und dann sind wir ja immer im Dezember Bäume geholt, also Weihnachtstanner für Weihnachten. Und das haben wir immer für das ganze Dorf gemacht. Und dann haben wir hier hinten sind wir dann gewesen. Und dann haben wir dann am Mittag hier eingekehrt, haben dann hier etwas gegessen, zwischendrin auch noch etwas getrunken.
Und dann sind wir dann da los und sind dann draußen auf dem Dorfplatz die Tanne verkaufen. Und so haben wir immer gute Feste gehabt. Und auch die Jungziffer, die ich mehrmals so erwähnt habe, wo wir das Jubiläum hatten, 5 Jahre, haben wir auch das hier gefeiert. Und einmal auch mit dem ganzen Vorstand von der Jungziffer bei Schweiz. Und so habe ich einen Bezug zu dem Gasthaus, weil ich immer finde, solche Häuser, die wirklich noch im Ursprung geblieben sind und die wirklich auch so geführt werden, so ochrig, bodenständig, authentisch, die einem vielleicht auch ein bisschen zurückversetzen, das finde ich halt wahnsinnig spannend. Gut, du hast ja gesagt, es ist wichtig, dass man eigentlich die Sprache weitergibt. Machst du das auch mit deinen eigenen Kindern? Ja, ich habe immer noch romanisch geredet mit meinen Kindern. Und machen es auch jetzt noch. Und sie gehen auch, sind in zweisprachigen Kindergarten, gehen auch jetzt in die zweisprachige Schule. Natürlich merke ich auch, dass ich wenig daheim bin. Und das ist ein bisschen, auch der Nachteil sprachlich, dass man auch so weniger miteinander redet und weniger Sprache kann mitgeben. Aber mir ist wichtig, das, was möglich ist, zu machen und ihnen auch den Schatz von der rätoromanischen Sprache mitzugeben. Und ich glaube, das ist wichtig. Und darum müssen wir auch zweisprachige Schulen fördern, unterstützen, dass da wirklich die Sensibilisierung fürs Romanische da ist, dass man das dann auch später vielleicht einmal noch weiter perfektionieren kann. Für mich ist Respekt etwas vom Wichtigsten. Und das versuche ich immer wieder mitzugeben. Und natürlich auch unsere typische Schweizer Werte, wie Zuverlässigkeit und auch Pünktlichkeit und auch Engagement. Ich glaube, wir sind ein tüchtiges Volk, generell Schweiz, und ist die Schweiz auch so erfolgreich. Und das versuche ich ihnen schon mitzugeben. Und da hat man auch verschiedene Diskussionen. Ich sehe jetzt beispielsweise bei meinem Grössten, der in der 6. Klasse ist, geht man in die Sekundar, gehe ich in die Kante. Das sind Diskussionen, die entstehen. Und da habe ich eine klare Haltung. Für mich ist wichtig, und ich bin auch davon überzeugt, von meinem Weg, das, was zählt, ist Herzblut und Engagement. Und das ist das Wichtigste. Das, was sie machen, mit Freude machen. Mit Freude und dann auch Gas geben dabei. Und ich glaube, das sind schon noch wichtige Werte, neben dem, was ich halt auch im Alltag versuche zu leben. Man muss Menschen mögen. Die 4 M's, die postuliere ich schon kräftig daheim und immer auch schön bescheiden bleiben und ja nicht meinen, man sei etwas Besseres. Und das, ich versuche das im Alltag wirklich zu leben und auch weiterzugeben meinen Kindern. Was bedeutet der Steinbock für dich? Der Steinbock bedeutet für mich sehr viel. Steinbock ist Graubünden. Und ich finde, man muss auch eine gewisse Identität haben, ein gewisses Markenzeichen, das man zeigen kann. Und der Steinbock ist nicht nur unser Wappentier, sondern ich finde den Steinbock per se ein faszinierendes Tier. Und wenn ich mir denke, wo man den Steinbock auch sieht, dann ist es meistens weit in den Bergen da oben. Und ja, ich bin ein Bergler und meistens auch an einer Nacht, wo man gute Übersicht hat oder gute Sicht und Übersicht über das, was rundum läuft. Und das ist schon auch etwas, was ich noch gerne habe. Ich habe nicht gerne, wenn ich in einer Situation komme, wo ich die Übersicht verliere, sondern die Kontrolle um das, was um einen herumgeht, habe ich gerne. Und so schätze ich eigentlich auch den Steinbock ein, wenn man sieht, wo er steht in den Bergen. Und von dem her ist es auch kein Zufall, dass mein Geschenk, das ich gebe, im Jahr als Nationalratspräsident bei den Auslandsbesuchen und zu Persönlichkeiten, die sehr viele auch in diesem Jahr oder eng mich begleiten, dass das ein Steinbock ist, ist kein Zufall. Und darum bin ich stolz auf unser Wappentier. Im sozialen Bereich engagiere ich mich bei der Pro Infirmis, Präsident der Kantonalkommission
in Graubünden, dann in der Argo, wo auch 4 Wohnheime hat und 4 Werkstätten, wo wir auch Leute mit Beeinträchtigungen beschäftigen. Und dann hier in der Casa San Giuseppe in Cumpedials, unser Alters- und Pflegeheim in der Gemeinde. Und so kann ich auch meiner Gemeinde etwas zurückgeben und auch etwas Ehrenamtliches und etwas im Sozialen machen. Und ich glaube, das ist auch eine Pflicht von uns in der Politik, um nicht nur Mandat zu suchen, wo man Geld verdient, sondern auch etwas machen, wo man auch für die Gesellschaft auch zeigt, dass das Engagement wichtig ist. Und da haben wir auch einen grösseren Umbau gehabt in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir wirklich ein tops Haus und das freut mich sehr. So, in meiner Decke ist ein Weiler von der Gemeinde zum Weg. Und wir gehen zu der Kapelle, die 1988 gebaut worden ist. Eine äußerst moderne Kapelle, die auch zu sehr vielen Diskussionen geführt hat, weil man gefunden hat, passt die überhaupt in so einem Weiler. Und ich glaube, die Kapelle ist auch ein Beweis, dass man sehr offen ist, auch für Neues. Und dass sehr viele Ortschaften auch versuchen, die Tradition und Moderne zu verbinden. Und genau das hat man hier in St. Benedetti geschafft, glaube ich, mit dieser Kapelle in einem Dorfkern, wo wirklich noch so ist wie früher. Am Abend spät, bevor ich dann schlafen gehe, noch schnell da draussen gehe und in die Berge schaue, ist halt schon schön. Zum Abendfahren ist es allerdings gut. Ja, dann denke ich schon ab und zu, es ist ein Privileg, ein Jahr lang das Büro zu haben, die Aufgabe auszuüben, ja, und den Moment geniessen. Punkt. Würdest du im Nachhinein etwas anderes machen, Martin? Im Moment wüsste ich nicht, was. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eigentlich nicht viel im Leben geplant, sondern ich habe es genommen, wie es gekommen ist. Meine Politik habe ich in der Jungpartei angefangen, habe mit Projekten, die mir am Herzen waren, auseinandergesetzt, habe dann irgendwann kandidiert, bin dann gewählt gekommen. Nachher ist dann der Nationalrat auch noch gekommen, bin ich auf die Liste, habe nichts zu verlieren gehabt. Es ist gut gekommen. Und beruflich, ja, was habe ich beruflich gemacht? Ich bin nach der Matur in einem Kundendienst. Ich habe ein Telefon abgenommen, von morgen bis am Abend. Das hat mir dort gefallen. Und so habe ich noch mich aufgeschafft zum Filialleiter und habe die Funktion ausüben, Leute dürfen führen. Am Schluss hatte ich ein Team von 10 Personen. Das hat mir gefallen. Und für mich ist das Entscheidende. Und von dem her ist nicht die Entschädigung, nicht der Status, sondern es muss mir Freude machen. Und ich weiss, es gibt das Leben nach der Politik. Ich bin jetzt 12 Jahre in Bern. Ich will noch mal, kandidiere noch mal für 4 Jahre. Und irgendwann gibt es das Leben dann noch. Und auch das, ich plane es nicht. Ich nehme es, wie es kommt. Ich bin optimistisch. Und ja, für mich ist klar im Leben, es muss Freude machen. So bin ich gespannt und warte dann ab. Und dann sehen wir, was ich dann mache. Thank you.
Weil am besten sind die, die um 5 Uhr sagen, du hast noch einen Stutz Salat zwischen den Zähnen. Man muss sagen, ja, und die letzten 4 Stunden hat es keiner gesagt. Ich bin zuerst im Kindergarten und in der ersten Nein, ich muss so. Gut. Schön, habe ich es nicht gemacht, gell? Hat's nein, ist. Komm, jetzt habe ich mit der Zunge gehen. Wir werden noch mal. Gut. Jetzt habe ich die Kamera geschaut. Das ist alles, was ich sage. Ich muss gerade aussuchen. Soll ich noch mal? Gut. Ja, zum Präsidenten kann ich Folgendes sagen. Mit mir ist es das erste Mal in der Geschichte, dass es auf Romanisch. Und da merkt man, die Schweiz ist. Nein, ich muss noch mal. Jetzt bin ich wie ein Plappertante. Entschuldigung, noch mal.